Herzlich willkommen zu diesem Tutorial-Video. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie auf Ihre Insta-HD-IP-Kamera mit einem USB auf Seriell-Adapter drauf zugreifen können, um so zum Beispiel die Firmware noch einmal zu überspielen, sofern Sie zum Beispiel einen Stromausfall hatten und die Firmware nicht korrekt auf Ihre Kamera aufgespielt wurde. Dies zeigen wir Ihnen dann in einem separaten Video. In diesem Video hier werden wir Ihnen lediglich zeigen, wie Sie die Verbindung zu Ihrer Kamera über diese serielle Schnittstelle aufbauen können. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein USB auf Seriell-Adapter, so wie Sie ihn jetzt hier im Video sehen können, und entsprechend dann noch ein vieradriges Kabel, das können auch vier einzelne Adern sein, die wir dann entsprechend bei unserer Kamera anschließen. Und Sie sehen jetzt hier im Video eine Platine unserer Kamera. In diesem Fall ist das die IN6012. Und auf jeder Hauptplatine der Kamera sehen Sie einen J13 Steckkontakt bzw. die vier Kontakte, wo man zum Beispiel einen Stecker drauflöten könnte. Oder wo wir halt in unserem Fall dieses Kabel, was wir mit unserem Adapter verbinden, anbringen. Wichtig ist die Polung bei diesem Anschluss. Sie sehen jetzt im Video eingeblendet, wie dieser Kontakt entsprechend gepolt ist. Und Sie müssen dann entsprechend das Ganze mit Ihrem Adapter verkabeln. Wenn Sie die Kamera jetzt richtig mit dem USB auf Seriell-Adapter verbunden haben, dann zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie unter macOS auf Ihre Kamera zugreifen können. Um das Ganze vorzubereiten, tun Sie jetzt bitte einmal das Netzteil mit Ihrer Kamera verbinden und zudem auch das Netzwerkkabel. Anschließend startet dann Ihre Kamera und jetzt können Sie auch den USB auf Seriell-Adapter mit Ihrem Mac verbinden. Und im nächsten Schritt gehen Sie bitte einmal in den Finder auf Ihrem Mac und dort auf Programme und entsprechend Dienstprogramme, um das Terminal auf Ihrem Mac zu öffnen. Das Ganze sollte dann jetzt so aussehen, wie Sie es hier im Video sehen. Und wenn Sie jetzt hier im Terminal drin sind, dann geben Sie dort entsprechend einmal den Befehl ein ls Leerzeichen dev-tty.Sternchen. Das listet uns jetzt unseren USB auf Seriell-Adapter auf. Sollten Sie hier diesen Adapter nicht sehen, beziehungsweise bei Ihnen wird er sicherlich einen anderen Namen haben, dann stellen Sie sicher, dass Sie auch die Treiber für diesen Adapter installiert haben. Also wenn Sie den Adapter das erste Mal verwenden an Ihrem Mac, dann stellen Sie sicher, dass Sie zuvor auch die Treiber installiert haben, damit Ihr Adapter hier entsprechend aufgelistet wird. Im nächsten Schritt benutzen wir jetzt das Programm Screen. Das ist auf dem Mac schon bereits vorinstalliert, um auf die Kamera zuzugreifen. Dazu geben wir jetzt ein Screen und müssen jetzt den Namen unseres Adapters eingeben. Sie können jetzt einen Teil des Namens eingeben, wie wir es auch hier oben sehen, und können jetzt, anstatt den Namen komplett zu schreiben, einfach die Tabulator-Taste drücken, also die Tab-Taste. Und der Rest des Namens wird automatisch eingefügt. Und jetzt am Ende müssen wir noch die Baudrate mit dazu schreiben. Das ist bei der HD-Kamera 38.400. Das ist ganz wichtig, dass Sie das am Ende noch hinzufügen, damit der Adapter auch mit der Kamera kommunizieren kann. Wenn wir jetzt die Enter-Taste drücken, dann sind wir jetzt mit der Kamera verbunden. Wir können das, wenn Sie noch auf die Kamera zugreifen können, also über die Web-Oberfläche noch auf die Kamera draufkommen, dann können Sie jetzt ganz einfach die Web-Oberfläche am Mac öffnen. Und ich zeige Ihnen das hier einmal. Sie sehen jetzt alles, was hier stattfindet. Auf der Web-Oberfläche wird Ihnen jetzt hier auch im Terminal angezeigt. Und Sie können jetzt einmal die Kamera neu starten über das Terminal. Beziehungsweise wenn Sie nicht mehr auf Ihre Kamera draufkommen, dann tun Sie einfach den Strom einmal aus der Kamera rausziehen und
den Strom einfach wieder reinstecken, damit die Kamera neu startet. Wir tun über die Web-Oberfläche jetzt einmal die Kamera neu starten. Es tut mir leid, eben habe ich gesagt Terminal, also über die Web-Oberfläche meinte ich natürlich. Wenn wir da jetzt einmal die Kamera neu starten, dann kriegen wir dies jetzt auch hier im Terminal protokolliert. Und Sie sehen jetzt, jetzt startet das Linux-Betriebssystem. Jetzt drücken Sie während dem Bootvorgang Q. Sie sehen es jetzt hier im Terminal. Ich drücke jetzt die ganze Zeit die Q-Taste. Sobald wir jetzt gleich zu OnFIF kommen, das ist jetzt hier OnFIF, jetzt wird der Bootvorgang unterbrochen. Sie können das schön erkennen, indem wir hier vorne dieses Raute-Zeichen sehen. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Betriebssystem und können jetzt zum Beispiel mit dem Befehl ls uns das Verzeichnis anzeigen lassen, in dem wir uns befinden, wo wir jetzt halt auch die ganzen Unterverzeichnisse sehen des Linux-Betriebssystems. Das war es soweit, um jetzt auf die Kamera zuzugreifen. Sie finden in unseren anderen Videos eine Videoanleitung, um wie Sie die Firmware komplett einmal überspielen können auf der Kamera, sofern Sie zum Beispiel ein Firmware-Update gemacht haben, welches schiefgelaufen ist durch zum Beispiel einen Stromausfall oder eine Stromunterbrechung. Schauen Sie einfach in unseren anderen Videos, beziehungsweise schauen Sie auch auf wiki.insta.de. Dort finden Sie auch sehr viele weitere hilfreiche Hilfestellungen. Oder auf insta.de im Bereich FAQ-Wiki, beziehungsweise hier im Insta TV YouTube-Channel.